Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, dass die Ernennung zum Geschäftsführer oder zum Vorstand ein Segen für den karriereorientierten Menschen ist. Auf was lassen sich die Damen und Herren hier ein? Jedenfalls lassen sie sich ein auf ein Vertragsverhältnis, für das der gesetzliche Kündigungsschutz nicht gilt, also anders als bei einem normalen Arbeitnehmer. Hinzu kommt, dass eine sehr weitgehende persönliche Haftung Platz greift. Viele Manager übersehen dieses Risiko nicht. Insbesondere bei unternehmensinternen Karrieren, also bei denjenigen, die vorher in dem Unternehmen, für das sie zum Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied bestellt werden, Arbeitnehmer waren, bedeutet der Abschluss eines Geschäftsführer- oder Vorstandsanstellungsvertrages, dass ihr bisheriges Arbeitsverhältnis automatisch aufgelöst wird. Das hat kürzlich das Bundesarbeitsgericht festgestellt. Das kann man vertraglich auch anders regeln. Gilt das nur in Bezug auf den Anstellungsvertrag? Die, die Beförderung in die Chefetage wird natürlich auch begleitet mit der Konzeption der entsprechenden Versicherungen, der schon erwähnten DO-Versicherungen, in die dann die Leitenden als Vollhafter sozusagen reinschlüpfen. Wir sehen, dass bei mittelständischen oder kleineren Unternehmen sich das Management kaum mit den Versicherungspolicen befasst und einfach nur auf die Höhe der Deckungssumme vertraut und sonst nichts. Bei größeren Gesellschaften, bis hin auch zu, zu den Aufsichtsräten, hin, sehen wir, dass das DO-Vertragswerk auch abgefragt wird. Da die Betroffenen sagen: Wir würden gern Einblick in die Versicherungspolice nehmen, ansonsten arbeiten wir hier nicht weiter.